Ich habe heute Marlon Busch vor dem Spiel am Sonntag gegen Dresden bei mir zum kurzen Interview. Marlon, englische Woche jetzt letzte Woche gehabt. Sind die beide noch schwer oder wie gut habt ihr euch erholt? Ja, wir haben uns sehr gut erholt. Wir haben natürlich trotzdem viel im Training gemacht. Wir haben intensiv gearbeitet, aber das ist auch normal, wenn man, sagen wir mal, im Moment noch dort unten steht. Wir wollen da unbedingt raus und von daher, das geht einfach nur über harte Arbeit. Das haben wir getan und deswegen sind wir da eigentlich auch alle sehr positiv aufs Wochenende gestimmt. Du selbst hast ja in den ersten Spielen gar nicht gespielt, stehst erst seit dem vierten Spieltag in der Startelf grundsätzlich jetzt gerade bei Frank Schmidt. Wie war es denn für dich bisher? Ja, also es war auf jeden Fall eine aufregende Zeit am Anfang. Ja, es ist immer so, wenn man neu ist, man muss sich erstmal reinfinden in die Mannschaft, in den Verein. Und da hat der Trainer mir auch am Anfang ganz klar gesagt, woran es liegt. Daran habe ich gearbeitet und ja, umso mehr freue ich mich einfach, dass es jetzt hier in den letzten Spielen dann immer geklappt hat, dass ich mich zeigen konnte, dass ich der Mannschaft ja, helfen konnte, dass ich spielen durfte. Und ja, ich hoffe einfach, dass es so weitergeht. Noch kurz zum Gegner. Dresden am Sonntag sind ja auch nicht ganz so gut in die Saison gestartet, wie sie sich wahrscheinlich selbst erhofft hatten oder geglaubt hatten. Wurden jetzt aber auch wieder besser seit dem Regensburg-Spiel. Wie schätzt du denn den Gegner ein und auf was für ein Spiel können sich die Fans am Sonntag freuen? Ja, also es wird auf jeden Fall wieder ein sehr intensives, umkämpftes Spiel werden. Dresden ist eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Ja, aber wir haben uns natürlich auch vorbereitet, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben uns einzelne Videos angeguckt und ich denke, dass ohne, dass wir uns jetzt zu sehr auf den Gegner einstellen, wir die entsprechenden Antworten liefern können. Super, Dankeschön.